Und willkommen zurück bei Let's Play The War of the Worlds. Ja, wir sind gerade ratlos mitten im Energiekern der Marsianer oder was das ja auch immer sein soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin hier immer am Rumdrücken und tun und machen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so wirklich. Länger, aber passiert auch nicht so wirklich was. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin echt ratlos. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich muss ich doch den Jungs helfen, oder nicht? Huch. Boah. Jungs, die man da sieht. Moment, ich zeig sie euch. Wenn der Arthur hier mal hochspringen würde. Na, geht doch. Da, seht ihr den rechts? Da muss ich hin. Die Tür ist aber zu. Ich krieg die Tür nicht auf. Ach, du kriegst die Tür nicht auf. Auch mit Gewalt hilft da nichts. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin echt ratlos. Ich muss bestimmt hier hin. Und jetzt kletter ich mal hier hoch. Ja, hallo? Ja, der Arthur möchte da nur nicht hochklettern. Der Arthur sagt nee. Hochklettern tue ich wohl, aber raufklettern tue ich dann nicht. Achso, hier geht noch nicht alles den Bach runter. Seht ihr das? Wo bin ich denn jetzt hier da? So, ist die Tür denn jetzt da oben auf? Ich weiß es nicht. Glaub wohl, oder? Jetzt haben sie ihn wahrscheinlich geröstet. Ich weiß es ehrlich. Boah, ich bin echt ratlos. Also Leute, das wird jetzt hier wirklich... Wahrscheinlich wird diese Stelle jetzt ein bisschen länger dauern. Ach, jetzt habe ich ihn wieder nicht erwischt. Weil ich werde da nicht rausgehen, ohne den einen Typen da zu vernichten. Den einen Typen vor allen Dingen. Das eine Maschinchen hier meine ich natürlich. Nein, 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 nein. Du bleibst weg. Ich bin gar nicht hier. Oh Mann, der ist immer... Ja, wie soll ich da hinkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ratlos. Ich weiß auch nicht, warum gleich hier alles in der Luft fliegt. Oh, es gibt sie. Ich stelle mich gerade echt ein bisschen doof an. Aber wenn ich das Ding kaputt mache, dann fliegt hier irgendwie alles in die Luft. Oder geht hier alles drunter und drüber. Und ich weiß nicht, warum. Komm her. Diesmal kriege ich dich. Oh, das gibt's nicht. Voll peinlich. Wieso habe ich den denn gerade gekriegt und jetzt nicht mehr? Ich kann ja schon mal ausholen. Ne, bringt auch nichts. Zack. So. Jetzt ist noch alles ruhig. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, dann schießt er auf mich und macht irgendwas kaputt dabei. Ups. Ach, da ist so ein Laser auf der anderen Seite. Seht ihr das da? Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, aber da.
Die Leiste da, da ist auch so ein Laser mit dran. Ah. Auf. Okay. Es ist echt, also dieses Level hier ist mir echt ein Rätsel. Steuert man die Dinger damit vielleicht? Warte mal. Aufschweißen? Nein, natürlich nicht. Okay, dann weiß ich ja schon mal, wie das hier funktioniert. Den kriege ich immer. Hundertprozentig kriege ich den. Was ist denn der andere? Ist der abgehauen? Ah. Huch! Na hoppla! Guck hier, da ist er ja. Mit Dicker. Nein, was machst du denn? Nein, er hat sich geopfert. Oh, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ich bin wahrscheinlich nicht schnell genug abgehauen. Nein, der Soldat opfert sich. Das ist ja furchtbar. Hier dran. Ja. Da muss man auch erstmal von alleine drauf kommen, dass. Scheiße. Ich habe einfach zu lange gebraucht. Schnell. Und ich habe wieder zu lange gebraucht. Gut, ich bin gescheitert, habe aber zumindest den Erfolg freigeschaltet. Oh mein Gott, wo bin ich da? Gut, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Dann sollte das jetzt kein Problem mehr sein. So, einmal drauf gedrückt, dann kommen die Viechers. So, schnell.
runter, du kleine Scheiße. Hallo? Da kommt er jetzt wieder. Wow! Ah, okay, ist gut. Ich, Okay, okay, guck mal nicht so lange hin. Drück den richtigen Knopf. Schnell! Wieder nicht geschafft, sehe ich das richtig? Ich war wieder zu langsam, aber gemein, dass die mich dann erst so weit kommen lassen. Okay, also noch schneller. Ich muss also wirklich gar nicht versuchen, das hier selber auszulösen, sondern, sondern wirklich den Soldaten einfach mal sich opfern lassen. Nein, was machst du denn jetzt? Hallo? Oh. Wo ist da, wo du bist, Soldat? Oh, so jetzt. Und los geht's. Ab geht die wilde Luzi. Ich komme auch direkt nach oben. Ich bin ja begeistert. Komm, lass mich rein. Schnell! Komm, mach auf. Ich laufe jetzt einfach ohne euch. Ich warte gar nicht auf euch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Lauft, Leute, lauft! Boah, ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen sage ich nichts. Huch! Ach du Scheiße! Oh, gut. Lauf! Ja! Geschafft! Ich bin glücklich. Yes! Ach, sehr schön, sehr schön. So, habe ich das Spiel jetzt geschafft? Bestimmt, oder? Das war doch bestimmt das Grand Finale. Na? 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 Ah. Primrose Hill. Wo sich seine Verlobte mit seinem Bruder zurückziehen wollte, um ihn dort zu treffen. An unearthly silence had fallen now, and in this brief respite, a miracle occurred. For here was my old friend, Sergeant Jack Carstairs, rushing toward me with news, unable to contain his excitement. Emily was with my family, and they had survived. But there was a problem. They were on the far side of the encampment, and to reach them, I realized I would have to make a dangerous journey across open ground. Before I could set off, Carstairs imparted terrible news. He had been present at a military briefing. One of their platoons had just returned from a reconnaissance of the Martian towers. Their discovery had shaken them to the core. In one of the towers was a master control that could be used to initiate doomsday when all else failed. Das nicht Hammer aus hier.
hammergenial. Und die Musik, Leute. Ich bin jetzt mal ruhig und wir lassen das jetzt einfach mal auf uns wirken. Wohl der Tower. Oh Gott. Aber die Musik, die passt wieder wie Faust aufs Auge. Cool. So, aber wir machen hier einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid genauso beeindruckt wie ich jetzt von dem Schluss dieser Folge. Und ihr seid natürlich beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play The War of the Worlds. Krieg der Welten. Bis dann. Ciao.